Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, es ist nachts. Wir gehen nochmal ins Bett. So, früh am Morgen müssen wir jetzt da hinten in unseren Hütchen weiter arbeiten. Und dazu holen wir uns natürlich unsere Materialien. Aua. Und zwar haben wir hier mit dem Dach angefangen. Den Woodfloor nehmen wir mal mit, das Dach reicht aber nicht. Was brauchen wir denn für mehr Dach? Doch, da brauchen wir aber einiges für. Haben wir. Seile haben wir nicht. Pflanzen sind hier. Müssen wir uns ein paar Ranken machen. Oh, hier haben wir noch ein paar Sticks. So, kann man auch nie genug haben. In irgendeiner Kiste sind bestimmt noch welche am Machen. Ach Gottchen. Ach, guck mal hier, Eis. Aus meinem Kühlschrank. Okay, die Treppen können wir mitnehmen. Das können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Den Weg, ja, packen wir mal ein. Genau so, Steinchen. Das. Hiervon einmal. Wie weit sind die? Ja, das sollte. Na, ich glaube nicht, dass das reicht. Ach doch. Okay, dann können wir auch schon loslegen. Juhu! Damit die Hütte da mal ein bisschen schicker wird. So. Da sieht ja alles noch ein bisschen trostlos aus. Das gefällt mir nicht. Ja. Na, hier müssen wir den Baum mal ein bisschen anders bauen, später. Okay, da brauchen wir hier das Dach. Hier nehmen wir uns ruhig mal die Steine rein. Mal auf die Ecken zumindest. Das dahin. Warte. Geht natürlich jetzt direkt hier mit dem bösen Dach weiter. Es wird Gott sei Dank, also mein Plan ist es zumindest, nicht bis hoch zu bauen. Sondern eher ein flacheres Dach. Jo. Obwohl man ja immer noch sagen muss, das Rotationssystem macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer. Rotation. Und hier hin. Das sollte es eigentlich schon gewesen sein, von meiner Sparte aus. Deswegen nehmen wir jetzt hier. Das ist ja gar nicht das richtige Holz. Nein! Zurück. Aber nee, brauche ich gar nicht. Ich kann ja hier. Hahaha.
Den da will ich. Ja, das ist definitiv hoch genug. Nur hier müssen wir leider jetzt etwas umdisponieren. Dass wir hier noch hochkommen. So. So sieht schon besser aus. Na, weg damit. So. Ausstattung kommt später. Erstmal müssen wir das hier von außen halbwegs schick hinbekommen. Ich überlege gerade, ich werde hier mal so einen kleinen Rand lassen. Oh nee, der ist zu früh. Wieder weg. Entschuldigung. Mal wieder. Das Handy vergessen. Schäme mich. So. Nein. Boah, das tut ja sogar aus der Höhe weh. Und der war jetzt natürlich auch nicht sehr intelligent. So. Bam. Jetzt hier die Mitte. Gut abfassen. Nein, alle? Oder haben wir noch welche? Wand. Wohl müsste das gewesen sein. Okay. Und hier? Soll natürlich was drauf. Und dazu müssen wir jetzt doch nochmal zurück. Gucken, ob ich das so hinbekomme, wie ich das mir jetzt im Geiste vorstelle. Ist ja manchmal gar nicht so einfach. Okay, erstmal lassen wir dich hier. Und dann möchte ich gerne... Habe ich da überhaupt was in der Richtung? Könnte ich mal mit denen probieren. Ah, die reichen nicht. Oder nehmen wir was anderes. Wie sehen die denn aus? Nee, Canyon müsste ich... Wo ist denn Canyon gewesen? Canyon war, glaube ich, hier. Doch, Gottchen. Das gibt's ja auch alles noch. Das ist cool. Ich glaube, die nehme ich. Können die schon mal hier bleiben? Und wieder zurück.
So ein kleiner Lichtpunkt. Entschuldigung. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier hochbauen. Ich habe noch was vergessen, egal. Ja, mal eins, zwei, drei. Nicht mal im Ansatz passt das. So, okay, da kommt weg. Ne, eben nicht. Die müssen weg. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, passt das nicht. Ah, so. So. Eins. Zwei. Lass mich überlegen. Dann das jetzt mal so. Ob man es erkennt. Habt ihr es schon erkannt? So. Ja, voll cool. Da fehlt eins, wo der Baum ist. So. Fett dazu. Guck mal, eigentlich können wir die auch lassen. Weiß jeder, das ist der Zoo. Ich wollte schon immer einen Schriftzug haben. Sehr schön. Und jetzt natürlich der Innenausbau und was der ganze Sinn und Zweck dieses Gebäudes überhaupt ist. Dazu brauche ich hier natürlich Weg. Das Loch da oben machen wir später weg. Wie machen wir das denn am besten? Ja, hier müssen wir jetzt leider runterbuddeln. Denn wir wollen ja hier auch zu dem Weg kommen, den wir uns da drüben gesetzt, also den ich da unten schon habe. Um zu den Gehegen auch zu kommen. Wenn ihr versteht. Na, hier. Ich setze mal sicherheitshalber eine Fackel hin. Damit wir da keine bösen Überraschungen bekommen. Wir haben ja Gott sei Dank, kann ich auch nur immer wiederholen, den guten Handschuh.
der uns hier gut voranbringt. Durch diese schweren Zeiten des Buddelns. Das ist auch natürlich dumm gewesen. Erde. Und zack, gehen wir nochmal zurück. Der Weg ist jetzt echt immer weit. Fällt mir mal so auf. Denn ich will mir das Buddeln doch ein bisschen erleichtern. Bommelbomben. Ja, ich habe zwar eigentlich jetzt noch viele Bomben von der letzten übrig, aber ich will andere Bomben haben. Erstmal, das kann ich jetzt wieder hier lassen. Einfach rein damit. Was brauche ich denn dafür? Mir reichen ja diese hier. Da brauche ich auch schon echt Eisen für, ne? Boah. Na, jetzt komme ich hier mit der Tastatur nicht klar. So. Und 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Waren es zwei oder auch vier? Zwei. Ja, gut, und dann kann ich auch gleich, wo ich schon mal hier bin, Glas brennen. Ich habe keins. Stimmt, die haben wir noch gar nicht rausgeholt. Alles weg. Sollte reichen. Ne, das Eisen wollte ich wegtun, genau. Und hier wieder den Sand. Komm, da gehen wir noch mal zurück. Die Sonne geht auch langsam schon wieder unter, habe ich das Gefühl. Wenn ich auf die Uhr so gucke, 7 Uhr, haben wir denn schon Winterzeit? So. Wie gesagt, hier möchte ich dann gerne so Glas reinsetzen. Wenn es denn fertig ist, um ein bisschen Tageslicht reinkommen zu lassen. Gut, dass man das überhaupt nicht sieht. Hier, wie gesagt. Nee. So. Bams. Die haben wir unseren Gang. Boah, auch ganz schön düster. Wo wir denn später zu den einzelnen Gehegen kommen. Da rein, da rein. Na, hier war Ende. So. Aber das später. Wir nehmen erstmal die Erde hier mit. Müssen uns natürlich auch wieder hochbuddeln. Und dann setze ich einfach mal vorsichtshalber hier auch noch einen hin. Nein. Das ist mit Absicht etwas tiefer als der Gang. Nur so. Weil der Gang muss auch sowieso ein bisschen tiefer gesetzt werden. Das war nur so rein pro forma.
So tief natürlich nicht. Aber ein Tiefer auf jeden Fall. Vielleicht auch zwei. Ich muss mir das mal kurz angucken. Weil hier drüber ist ja direkt der Boden. Ich denke, ein Tiefer reicht völlig aus. Da kommt wieder einiges an Erde zusammen. So. Ich nehme das hier. Ich wollte sagen, ist der Handschuh weg? Boah, das wäre echt mies gewesen. Jetzt schon keinen Handschuh mehr. Machen wir mal hier mal einmal im Kreise. So viel ist es ja eigentlich gar nicht, wenn ich mir das mal so angucke. Ich dachte jetzt, oh Gott, das wird ja ewig dauern. Aber geht. Da ist ja hier nur dieser Mittelgang. Und einmal um das Gehege rum. Da lang müssen wir im Endeffekt auch nicht weiter. So. Was ich hier mal machen kann, ist eben da, ich wollte sagen, ich höre sie doch. So. Egal. Gott. Höhle ist da. Loch ist auch da. Von außen sieht man es nicht. Warum, wieso, weshalb wir das alles tun, werdet ihr noch sehen. Guck mal, da ist ein Schwein. Halt von außen klein und fein, von unten. Wow. Wird schon wieder ein bisschen größer. Wie kommt der denn die Treppe hin? Überlege, ob ich die einseitig mache oder zweiseitig. Ah, das kann ich mir noch bis zur nächsten Folge aufheben. Und dann weiter entscheiden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch gefällt meine neue Grundidee. Ihr wisst sie zwar noch nicht, aber so an sich, wie das Hütchen geworden ist. Das Zoo-Symbol. Das, was auf keinem Zoo fehlen darf. Und ich werde mich zu Bett legen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.